Okay, weiter geht's. Ich habe noch schön gefressen, noch. Oma, ich habe 10 Jahre lang darauf gewartet, dass mein Sohn nach Hause kommt. Jetzt habe ich gehört, dass er als Lehrer an einer Schule in Tokio arbeitet. Ich frage mich, wie es ihm wohl geht. Okay. Level up für Stronghold. Lass uns spielen. Nee. Hey, ich versuche so lange wie möglich auf den Fuß zu stehen. Okay. Neue Gegner, die Elberesel. Mhm. Ja, Prisma, Bogen, irgendwas. Ich hoffe, das kriegt bald ein Level up. Dann ist es sehr gut. Tolles Tor! Ja, ich weiß, es ist ein sehr tolles Tor. Und wieder eine Hitlergruß. Ich glaube, das wird nicht aufhören in diesem Spiel. Level 31. Okay, und da kann ich jetzt rein. Was gibt es denn Schönes hier? Was? Ich bin Manager der Volkshochschule und berühmt für vielseitigen Reisbällchenrezepte. Achso. Warum spielen wir nicht so zusammen Tennis? Was? Du machst wohl Witze. So, der Volksschule Fußballclub trainiert an jeden Tag der Woche. Das motiviert mich dazu, mich auch noch Mühe zu geben. Okay, gute Schule. Und du verkaufst Reisbällchen und so? Nein, Stollen. Jungfernhandschuhe. Hoffnungsarmband. Ich behalte das noch. Vielleicht kaufe ich mir jetzt noch ein paar neue Spezialteile. Und Tauren, du wolltest ja, dass ich jemanden anwerbe. Mit anwerben werde ich mir zulassen. Ich will jetzt keine irgendwelchen Nullversager irgendwie von irgendwelchen Teams haben. Ich will ja die Hauptpersonen der jeweiligen Teams haben in meinen Teams. Ist besser, finde ich. Hm? Der Kerl, die sich auch da anschauen, sind vom Fußballclub, richtig? Anscheinend schon. Okay. Warte, da muss ich rein. Ach so. So, rein mit uns. Und du? Sie hat mich gefragt, ob ich mit dir shoppen gehen möchte. Ich glaube, sie mag mich. Ich freue mich, ob es Jonathan gefallen würde, wenn ich den nächsten Anleitung schicke. Der Rektor der Vorschau kommt oft hierher. Er hat wohl als Kind ja Fußball gespielt, ist klar. Kennt ihr die ultimative Spielzeit in Fußball? Ich habe den Rektor der davon reden gehört. Oh, huhu, die Frauen von Fukuoka sind stark. Katze? Ja. Jetzt nicht mal den Blitztrampolin. Schlossbrecher. Ausbrecher, das will ich mal kaufen. Warte erstmal die anderen. Wenn Leute uns kaufen, sonst macht nichts, finde ich. Multidribbling, Feuerspur, Schattenattacke. Zyklon, Flammtänzer, Blütenhüter, Nördlichsperre. Hänger am Rücken. Okay, Explosivschlag. Ich komme immer als Schlossbrecher. Denn die anderen kennen mich mal. Die sind irgendwie scheiße. So. Und ja, zu Tauren wieder. Die Spielzeit, die Charaktere bleibe ich später ab. Schlossbrecher ist da. Schlossbrecher, okay. So. TP. Ich will mal ein bisschen rumgehen, damit ich auch diese neue Attacke einsetzen kann. Okay. Zufallskampf, kommt her. So, Zufallskämpfe. Gut, so, jetzt zeigen wir mal Schlossbrecher. Oh, die Farmfinalisten.
What the fuck? Mark, los! Okay, das war stumpf. Okay. Ach, ich rede einfach. Hey, seid ihr wirklich? Seid ihr aus der Raimund Junior High? Ach, Raimund? Wie, du weißt, wer wir sind? Natürlich, wir wissen alles über euch. Oh, entschuldigt, wir sind übrigens das Fußballteam der Volksschule. Unser Rektor hat uns alles über euch erzählt. Ich heiße Jonathan Luckyman und ich bin der Kapitän. Es ist mir ein wahres Vergnügen, euch kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Mark Evans, der Kapitän der Raimund Junior Fußballclubs. Ja, was ist denn los? Ich weiß, wer das ist. Er ist wohl anscheinend schüchtern. Oder er ist homophob. Kann auch sein. Hey, warum rennst du denn von weg? Macht euch keine Sorgen um ihn. Er hat nichts so mit Vermenschen. Ich muss mich bei euch für ihn entschuldigen. Er ist ein riesiger Fan von dir. Du hast ihn anscheinend etwas nervös gemacht. Als er hörte, dass wir euch heute treffen würden, da hat er uns überredet, ihn mitzunehmen. Ein Fan von mir? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich, dich, sein Name ist Darren. Darren LaChance. Komm rüber, Darren LaChance. X. Komm schon, Darren, jetzt krieg ich mal wieder ein. Entschuldigt bitte, meine Freunde. So ist Darren eben. Ich würde mich freuen, wenn ich mit euch einen kleinen Rundgang durch die Volksschule machen könnte. Davor könnte ich euch noch ein bisschen vom Rundgang ansehen. Die Volksschule ist im Süden der Stadt. Wir gehen schon mal dorthin. Wir sagen allen Bescheid, dass ihr später nachkommt. Lasst euch Zeit, in Fukuoka gibt es eine Menge zu sehen. Okay. Du kannst jetzt, ja, ich weiß, aber ich will erstmal ein bisschen nachkommen. Geh nach der Natur zuvor, ja, okay. Karte. Ich will mal was jetzt anderes. Okay, ich habe mir schon alles betrachtet, da muss ich anscheinend hier hin. Die Schule sieht schon idyllisch aus. Keine Stadtrunde bisher gesehen? Okay. Hierher, pass! Super, dieser Schuss war eine Rakete. Flix, schieß nochmal. Diesmal halte ich ihn. Boah, die sind wirklich voll bei der Sache. Mach die Augen auf. Spiel hierher. Ach, da ist das Raimund-Team. Raimund? Oh, sie sind jetzt wirklich. Heftig. Boah, die sehen genauso aus wie im Fernsehen. Sie sind so cool. Ich kann meinen Pulsschlag hören. Meine Helden stehen vor mir. Der hat aber Kongo-Lippen, aber richtige. Wenn sie vor einem stehen, sehen sie noch cooler aus als im Fernsehen. Was? Ui. Ihr Jungs seid ja richtige Prominente. Ihr seid mehr als nur Prominent, ihr seid Helden. Unsere Helden. Helden? Wir? Nein, du nicht. Genau, Darren ist nicht der Einzige, der bei Prominenten vor Ehrfurcht erstarrt. Wir himmeln euch alle an. Küsst uns. Ja, wir sind ja nur ein winziges Fußballteam aus Fukuoka. Wir hatten kaum Hoffnung, es überhaupt in der Fußballfrontier zu schaffen. Wir sind also in der derzeitigen Position wie ihr bis vor kurzem. Es war inspirierend für uns, dass ein Team wie ihr das den Pokal geholt hat. Aufgrund eurer Leistung sind wir jetzt entschlossen, es nächstes Jahr bis zur Fußballfrontier zu schaffen. Und um dieses Ziel zu erreichen, trainieren wir Tag und Nacht. Klasse! Das hört man doch gerne, stimmt's, Marc? Das stimmt, ich kann sogar denselben Teamgeist erkennen, den man sonst nur bei uns findet. Sag mal, ist der Rektor irgendwo in der Nähe? Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich mit ihm besprechen sollte. Oh, richtig, also die Sache ist die. Der Rektor hat gerade Besuch. Er hat darum gebeten, dass er nicht gestört wird. Besuch? Ich frage mich, ob das etwas mit dem Luxus-Limousine zu tun hat, die wir vorhin gesehen haben. Das tut mir leid. Ich werde dann wohl noch etwas warten müssen. Hey, bevor unsere Zeit mit Däumchen drin verplempern, habt ihr Lust auf eine Partie Fußball? Was? Eine Partie Fußball? Gegen Mark Evans? Welch vorzügliche Idee. Es ist uns eine große Ehre, die Sieger der Football Frontier auf unserem Platz begrüßen zu dürfen. Hört sich gut an.
Was denken Sie, Trainerin? Also ich finde, dass es euch nicht schaden würde, wenn ihr ein wenig spielt, während wir auf den Rektor warten. Juhu, dann lass uns spät beginnen. Sag mir einfach Bescheid, wenn du fertig bist. Ich tritt euch so doll in den Arsch. Gegen Mark Evans spielen? Kann mich mal jemand zwicken? Ich glaube, ich träume. Darren, mach schon. Mach schnell, wir müssen uns fertig machen. Ja, auf geht's, Darren. Du wolltest doch Mark etwas zeigen. Du weißt schon was? Hm? Was meinst du damit? Oh, er redet von einer Torwartsspielzeichnung, die ich mir angeeignet habe. Ich bin aber viel zu nervös, um sie vor Mark Evans zu zeigen. Oh, du bist auch ein Torwart, Darren? Ja, er hat auch eine spezielle Fähigkeit. Ein Torwart? Er sieht aus, als ob ich ihm schon ein laues Lüftchen umwerfen würde. Ganz zu schweigen von einem harten Schuss. Unterschätzt Darren nicht. Er hat sogar die Himmelshand drauf. Was? Die Himmelshand? Wie in aller Welt hast du denn die gelernt? Er hat sie unzählige Mal im Fernsehen angesehen und sie dann immer wieder geübt. Als ob sein Leben davon abhinge. Unglaublich, man benötigt ein besonderes Talent, wenn man Spezialtechniken einfach durch Zuschauen erlernen will. Stimmt, Mark hat die Himmelshand auch nicht mal schnell über die Nacht erlernt. Lass mich mal einen Blick auf deine Hände werfen, Darren. In Ordnung. Das dachte ich mir schon, deine Hände sind übersät mit blauen Flecken. Du hast genauso hart trainiert wie ich. Ja, ganz bestimmt nicht. Wenn man Zeit investiert, wird man auch belohnt. Ich kann es kaum noch abwarten, gegen dich zu spielen. Ich auch. Wenn du es mir zusiehst, dann gebe ich mein Bestes, Mark. So. Warte, ich gehe erstmal ein bisschen rum. Dieses Fukushima Junior High, eingesessene Institution in Fukuoka. Das Schulgelände ist auch noch schon sehr alt. Ich gehe mal ein bisschen rum, weil ich hier denke, dass hier irgendwas ist. Zufallskämpfe. Die Traktortreter. Sehen wir mal unseren Schuss an. Schlossbrecher. Das sah heftig aus. Wildniskralle. Okay, ich darf die nicht unterschätzen. Defensivstreich. Schießen. Okay, gewonnen. Der Schlossbrecher sah heftig aus. Den könnte ich mir öfters gönnen. Die haben bald auch wieder ein Level up. Zornhörenschuhe. Okay. Bald fängt das Tennisturnier an. Es wird Zeit, dass das Land erfährt, was Fokushima alles drauf hat. Ach so. Und du? Der Rektor liebt Fußball über alles. Er hat früher, als er noch klein war, einen Freund, mit dem er immer trainierte. Weißt du was? Ich habe Fotos von diesem Freund gesehen und du siehst ihn wirklich sehr ähnlich. Oh, Komplimente. Gott sei Dank, aber ich habe einfach viel zu tun, Hausaufgaben zu erledigen. Sieh mal gerade, wenn du draußen chillst. Willst du mit uns in den Kaffee kommen? Bis später, Bitches. Auf Wiedersehen, Frau Lehrerin. Alles klar, auf Wiedersehen, vergiss eure Hausaufgaben nicht. Okay, hier ist nichts, du. Also war der Gastdirektor ein Mann im Kimono. Er hat diesen gruseligen, blassen Mann dabei. Den können wir... Ach, ich weiß, wer dann bei denen jetzt gerade ist. Ich weiß, wer das ist. Okay, und... Seid ihr bereit, anzufangen? In diesem Part.